Ja, hallo, herzlich willkommen zu Heinrichs Barbecue Workshop. Ich bin Strohwitwer für 3 Tage. Ja, 3 Tage ist meine Frau leider im Krankenhaus. Ich war letzte Woche dran, ne? Ich humpel immer noch ein bisschen. Ich kann noch nicht so gut gehen, aber das hindert mich nicht daran, einen neuen Videoclip zu machen. Und was ich heute mache, ne? Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr einfach nur dranbleiben. Mache ich heute. Ne? Ich bin ja letzte Woche, wie gesagt, operiert worden. Und dann sagt mein Arzt zu mir, hör mal Dirk, du musst wieder zu Kräften kommen. Ja, ess was Anständiges. Ja, meine Frau sagt zu mir, ich bin jetzt 3 Tage im Krankenhaus, du bist jetzt in dem Alter, wo man sich endlich mal ausgewogen ernähren muss. Ja, jetzt bin ich über 50 Jahre alt geworden, ne? Und jetzt soll ich anfangen und mich ausgewogen ernähren. Kann ich ja schon leiten. Ja, aber ich habe das ja schon so oft gesagt, ich bin der gute Ehemann. Ja, echt jetzt, wirklich. Ja, und ich höre auf meine Frau. Sie hat ja auch nicht ganz Unrecht. Der Arzt hat aber auch nicht Unrecht. Ja, ich muss wieder zu Kräften kommen. Ne? Also bin ich losgegangen, ne? Hab im Kühlschrank geguckt, ne? Guck so rein, boah. Doch nicht so das Richtige drin, ne? In das Auto geschwungen und zum Supermarkt gefahren, ne? Und habe die Tasche voll gemacht mit den richtigen Produkten. Ja, die habe ich jetzt hier unten auf dem Tisch liegen. Ja, und jetzt muss ich gucken, was ich daraus mache. Ja, das ist nicht ganz so einfach, ja, aber was tut man nicht alles dafür, ja, damit man sich ausgewogen ernährt, wer immer sich sowas ausgedacht hat. Ja, früher habe ich einfach gegessen, was ich wollte. Ne? Heute muss ich mich ausgewogen ernähren. Das kann ich schon leiden. Naja, lasst euch einfach mal überraschen. So, jetzt habe ich hier alles auf dem Tisch liegen. Ne? Ich habe mich wirklich angestrengt beim Einkaufen, das muss ich ehrlich sagen. Ich will allen gerecht werden, meinem Arzt und vor allen Dingen meiner Frau. Ne? Die hat zu mir gesagt, du musst dich ausgewogen ernähren. Und genau das habe ich gemacht. Ja? Der Käse, 150 Gramm. Der Salat, keine Ahnung, was sind das? 125 Gramm, 2 Zwiebeln, ich sag mal 100 Gramm. Ja? Das Brot wiegt vielleicht 50, 60 Gramm und das Ribeye Steak, ja, das hat ja schlappe 350 Gramm. Ja, ja, das sind die Zutaten. Jetzt muss ich echt überlegen, was mache ich jetzt daraus? So, jetzt verstehst du das Prinzip ja immer noch nicht. Ne? Was ist jetzt daran gesünder? Mich ausgewogen zu ernähren. Früher habe ich einfach die Zutaten genommen. Ich habe ein Brot genommen, habe das aufgeschnitten, habe mir da ein Burger Patty draufgeschmissen, ein bisschen Käse, ein bisschen Salat und gut war das. Ja? Jetzt habe ich im Grunde dasselbe hier auf dem Tisch liegen. Ja? Fleisch, Salat, Brot, Käse. Ich habe alles ausgewogen. Ne? Und jetzt soll das gesünder sein? Das verstehe ich nicht. Ne? Aber wenn meine Frau dazu sagt, dann wird das schon stimmen. Ne? Ich sehe mich jetzt schon abnehmen. Ja, jetzt werden wir einfach mal anfangen. Und zwar werde ich einen Ribeye-Burger machen. Ja, ich habe nämlich schon richtig Hunger. Gleich ist 1 Uhr. Ne? Der Magen knurrt schon langsam. Ne? Wir werden schön die roten Zwiebeln in Ringe schneiden. Die werde ich anschmoren. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dabei. Schön unten den Rucola drauf. Ein bisschen Barbecue-Soße. Ne? Und über die Zwiebeln will ich noch Gorgonzola-Käse machen. Ne? Das habe ich mal irgendwo gesehen und Gorgonzola mag ich ja sowieso. Ne? Also müssen wir das einfach mal ausprobieren. Hm? Richtig geil finde ich hier das Brötchen. Ja, ey, das ist richtig kross. Ja, und wo habe ich das gekauft? Das habe ich beim Lidl gekauft. Ja, das kostet 90 oder 99 Cent. Das ist richtig schön kross. Ja, und für einen dicken Burger genau das Richtige. Nicht so diese labrigen Burger-Buns, ja. Hätte ich jetzt heute natürlich einen Burger-Bun auch selber machen können, aber für einen Burger-Bun
fange ich jetzt nicht an, hier den Backofen anzuschmeißen oder so. Nee, da gehe ich auch mal, hol mir da so beim Lidl, wenn die sowas Schönes haben, ne? Kann auch genauso gut vom Bäcker sein. Ihr könnt euch da auch irgendeinen anderen Burgerbun nehmen. Fang mal einfach mal an, ein bisschen zu schnibbeln, damit das nicht ganz so lang wird. So, anfangen werden wir mit den Zwiebeln. Und ich habe hier schon meine schmiedeeiserne Pfanne. Das werde ich auch im Seitenbrenner auf dem Gasgrill machen. Die stelle ich schon mal drauf. Zack. Ja, und wir fangen jetzt einfach an, zuerst die Zwiebeln in Ringe zu schneiden. Das Steak, hier ist ein bisschen Brot vom Brötchen drauf. Das Steak habe ich jetzt natürlich schon ungefähr eine halbe Stunde vorher rausgenommen. Das sollte man bei Steaks sowieso machen, dass die so ein bisschen Umgebungstemperatur bekommen. Ja, dann ist das hinterher beim Angrillen wesentlich leichter. Ja, wenn das Fleisch schon die Umgebungstemperatur hat, ich sage jetzt mal 20 Grad, ja, und wenn er das dann schön angrillt, ein Branding drauf macht, ja, dann ist das innen nicht noch ja, eiskalt. Ja, also seht einfach zu, dass er das mindestens eine halbe Stunde vorher rausholt. So, jetzt werden wir schön, ich habe rote Zwiebeln genommen, ja, weil die roten Zwiebeln, die sind ein bisschen milder, die sind nicht so dominant. Ja, die schneide ich jetzt in Ringe, das braucht er jetzt nicht unbedingt zu sehen. So, die Zwiebeln schön in Ringe geschnitten. Ja, und jetzt gehen wir einfach her und wir schmeißen die in die Pfanne. Zum Anbraten für die Zwiebel nehme ich jetzt hier so ein geschmacksneutrales Öl. Das ist jetzt Rapsöl. Und das nehme ich immer wieder ganz gerne. Das ist genug hitzebeständig. Und da kommt das einfach schön die Zwiebeln rein. Dann lassen wir die schön ein bisschen weich werden. Ja, hinterher tun wir da ein bisschen Salz, Pfeffer drauf. Mehr brauche ich da eigentlich gar nicht. So, ich habe jetzt hier diesen gusseisernen Einsatz reingemacht. Ja, da hat man natürlich dann schon schön dieses Rautenmuster da von vornherein drin. Der jetzt nicht so einen Grilleinsatz hat, ja, man kann ein Rautenmuster auch genauso gut ohne so einen Grilleinsatz machen. Ja, zeige ich euch gleich einfach. So, und ich sage das nochmal, ne? Gebt eurem Grill genug Zeit, ja, auf Temperatur zu kommen, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, wie einen halb heißen Grill da ein Steak drauf zu schmeißen. Ey, das bringt das überhaupt nicht. Ja, also lieber 5 Minuten länger vorheizen und dann habt ihr ein anständiges Branding. So, wir sind jetzt hier bei ja, gut 370 Grad. Ja, ich meine, gut, der Gasgrill, der hat schon ordentlich Dampf. Und wir werden jetzt unser Steak ja, einfach mal drauflegen. Ja, und das lassen wir jetzt ungefähr 90 Sekunden drauf. Das ist so eine Angabe mal 90 Sekunden von jeder Seite. Ja, dann hättest du ein anständiges Branding. Ja, ich könnte jetzt auf die Uhr gucken, ne? Aber wir werden einfach mal sehen. Wenn sich das Steak leicht von der Grillfläche lösen lässt, dann könnt ihr eigentlich ziemlich sicher sein, dann habt ihr ein anständiges Branding. So, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich drauf habe. Ich weiß ja nicht, ob ich drauf gedrückt habe. Ja, mittlerweile liegt ja hier oben mein Fleisch zum Kerntemperatur ziehen, ja, hier oben drauf. Ja, ich darf nicht zu lange lassen, ja, ist noch weich genug. Ich habe nämlich keinen Kerntemperaturfühler da, der ist kaputt. Ja, so, und jetzt geben wir einfach her, gehen wir ein bisschen mit der Temperatur runter. Die zwei Brenner kann ich im Grunde schon ausmachen, dass ich nur noch mit zwei Brenner fahre. So, und jetzt mache ich die Zwiebeln so ein bisschen zusammen. Ich gehe mal ein bisschen an die Seite, dann kann man das besser sehen. So, und jetzt gehe ich her und mache da den Gorgonzola-Käse drauf. Der ist ja an sich schon unheimlich, ja, ein weicher Käse. Ja, und von daher
denke ich mal, wird er auch nicht lange brauchen, um da drinnen eigentlich zu schmelzen. Warten wir einen Moment noch. Also, eins sage ich euch, mein Zeitmanagement ist heute nicht das Beste. Ne? Ich vergesse immer, die Kamera anzumachen. Ich habe das Steak runtergeholt. Ich habe das schön mit Salz und Pfeffer habe ich das gewürzt. Und ihr seht schon hier, ne, wie schön saftig das Fleisch noch ist. Ja? Und wie schön die Farbe ist. Ja? Und das nur mit Fingermethode. Ausgerechnet ich, der keine Fühle in den Finger hat. So, jetzt habe ich das geschnitten. Das Brötchen habe ich noch mal kurz auf den Rost getan. Hier. Ja. Um nochmal hier so leichte Röstaromen drauf zu kriegen. Es hätte nicht unbedingt gebraucht. Ja, aber und jetzt probieren wir heute mal hier die kühne Texas Barbecue Sensation aus. Ja, die habe ich geschenkt gekriegt vom Roland. Da muss ich ja auch mal ausprobieren. Ja, ich habe mal so auf dem Finger. Ne, kann man mal gucken. Ja, die ist lecker. Ja, und jetzt tun wir da mal ein bisschen, habe ich schon wieder ein bisschen geschlabbert hier, wa? Na, egal. Der Ausdrücker ist nicht so geil von denen. Gut. So, und jetzt werden wir da hier schön, ne, erst tun wir ein bisschen Rucola, ne, von wegen ausgewogene Ernährung. Da soll ja auch was Gesundes bei sein. Hm? Guck, und so werden wir jetzt hier schön meine Stücke drauflegen. Ja, da waren wir klar, wieder die dicken zuerst. Ja, und ja, oh. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ey, guck dir mal hier den Saft, wie der schon hier läuft. Ich kann einfach mal so ein Stückchen ausprobieren. Das schmeckt genial. Das ist super lecker. So, komm, jetzt richten wir noch den Rest an. Guckt euch das an, wie das jetzt schon aussieht. Ja? Und jetzt? Jetzt kommen noch die Zwiebeln drauf. Schau mal hier. Ja. So. Ey, nicht nur eine Zwiebel daneben, das geht gar nicht. Ja, die muss unbedingt nach oben drauf. Ja. Und der Duft, ja, den kannst du gar nicht beschreiben. Das riecht so lecker. Also, lieber Onkel Kühne, ja, der Ausdrücker ist nicht so der Knaller. Ja, aber ist eigentlich auch egal. So, und jetzt kommt noch schön der Deckel drauf. Ja, so zum Gucken natürlich ein bisschen schräg. Ja. So, und jetzt nehme ich euch noch mal an der Hand kurz. Ich stelle den mal ein bisschen hier nach vorne. So, und wer jetzt sagt, ja, dass ausgewogene Ernährung nichts Leckeres ist, der lügt. Der lügt wirklich. Das sieht wirklich fantastisch aus. Und jetzt geht es natürlich darum, schmeckt das auch? So, und jetzt habe ich das Ding angeschnitten. Ja, schaut euch das mal an. Boah, 500 Gramm ausgewogene Ernährung. Und jetzt werden wir auch da schön lecker reinbeißen. Und jetzt geht's ans Kosten. Ja, und ich habe mir mal die Jacke ausgezogen. Es ist doch ein bisschen wärmer geworden. Ne? Und ich muss jetzt unbedingt probieren. Na? Burger essen ist immer wieder eine Sauerei, aber lecker. Das Ding ist so lecker. Und der Gorgonzola passt da super zu. Ich war mir da erst ein bisschen unsicher. Aber das schmeckt fantastisch. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mir erstmal Hand abputzen. Hat meine Frau doch recht gehabt. Ne? Ausgewogene Ernährung ist gesund.
und kann lecker sein. Und wenn euch das Video auch noch gefallen hat, ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hm? Einen schönen netten Kommentar. Hm? Noch besser natürlich ein Abo. Ja. Hm. Das sind jetzt gut 500 Gramm. Ne? Da muss ich mich dran halten. Hm? Um 500 Gramm runterzukriegen, ne, kann man nur noch ein Bierchen trinken. Ja? Muss mal gucken, ob ich noch eins da habe. Ja? Ansonsten hat mir das super Spaß gemacht. Ne? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Oh, das ist doch ein bisschen viel, ne? Ja. Und ich weiß, ich habe keine Tischmanieren. Ja. Aber wenn was lecker ist, dann ist was lecker. Hm? So benehme ich mich ja nicht, wenn ich jetzt im Restaurant bin. Ja. Und Durst habe ich auch noch. Hm? Und wollten wir eigentlich nicht gefunden. Wieso das leer ist, habe ich keine Ahnung. Aber hier ein Lagerbier habe ich noch. Hm? Da tut es zur Not auch. Hm. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal unbedingt nachzumachen. Es muss nicht immer nur ein Burger Patty sein. Man kann ja auch andere Sachen drauf tun. Ob das jetzt ein Ribeye Steak ist, wie ich das gemacht habe, oder ihr macht ein Rumpsteak. Kann auch ein Filet nehmen, ist doch scheißegal. Ja? Naja, Bier können sie auch machen. Ne? Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, danach muss ich ein Renni nehmen. Ja, dann bin ich so überfressen. Tschüss.